Hallo, Servus und Grüße miteinander. Ich wollte heute eigentlich gar keine Aufnahme machen, aber ich habe es gesehen. Batman Arkham VR ist heute rausgekommen und das ist ein Sonderfall. Für das muss ich ein Video machen, weil das geht sonst gar nicht. Das muss ich gesehen haben. Das Spiel war bis jetzt exklusiv für die PS4 VR verfügbar und seit heute auch für Oculus und HTC Vive. Ich spiele es jetzt mit der HTC Vive. Ich habe jetzt 8 GB runtergeladen und ich bin gespannt. Es kribbelt mir unter den Nägeln. Ich will sehen, was da drin abgeht und ab ins Spiel. Ich sag bloß eins. Verdammter Scheiß. Das sieht ja hammergeil aus. Also. Ich kann es nicht anders sagen. Das sieht Hammer aus. Bis jetzt. Hä? Ich habe keine Stufeneffekte, ich habe ein scharfes Bild, ich habe eine super schöne Ausleuchtung, ich habe einen enorm tiefen Effekt. Wow, einfach mal wow. Gehen wir rein. Akt 1. Ursprung drücke. Okay, Optionen drücke. Ich gehe doch zuerst mal noch in die Optionen rein. Audio. Profi-Kopfhörer. Ja, lassen wir mal. Untertitel an, auf jeden Fall. Aber sonst gibt es hier nicht viel zum Einstellen. Die Grafik. Pixeldichte. 220%. Aha. Multi-Resolution-Rendering, forwarded fest. Ach, ich glaube, das lasse ich jetzt alles mal auf Standard. Damit beschäftige ich mich sonst mal. Und ich nehme mal an, Ursprung ist auszuwählen. Bruce, it's okay. Car's around the front. Come on, Brucey, look at me. It's nothing to be ashamed of. Between you and me. Ich bin sehr klein. I think your father was scared too. Hey, why don't we stop for ice cream on the way home? You can order anything you want. Martha. Cash, jewelry. Hand it over. Stay behind me, Bruce. Hand it over! Easy, friend. Easy. Look like your friend. Pearls too. Faster! Suck, Thomas! Scheiße, da fühlt man sich echt so als Kind zurückversetzt. Okay. Es wurden gerade meine Eltern erschossen und ich glaube, er überlegt sich jetzt gerade noch, ob er mich auch erschießen möchte. You see that kid? That's what happens when you try to be a hero. Okay. Last night, sir. When did you return? Some awareness of your movements would be appreciated. You do know that one's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano. Grand or otherwise. Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but, well, we have a situation. I'll explain downstairs. Ah, you were looking for this, I imagine. Very good, sir. I'll see you downstairs. Ich stehe hier sehr ehrfürchtig. Ich traue mich kaum was zu sagen. Das sieht sowas von geil aus und so flüssig. Kein Geruckel, kein gar nichts. Das muss ich jetzt erstmal genießen. Hammer. Ja. Also die Untertitel, die sind ein bisschen schwer
Die sind ein bisschen schwer zu lesen. Die werden an den Rändern sehr unscharf und sind auch ziemlich nah. Also ich habe das Gefühl, ich müsste rechts also extrem schielen, damit ich die erkenne. Inwiefern kann ich mich denn hier bewegen? Also ich habe auf jeden Fall Room Scale. Das ist vorhanden. Also innerhalb meines Raums kann ich mich bewegen. Oh, was habe ich getan? Ach, ich kann mich auch an verschiedene Positionen teleportieren, aber an Fixpositionen. Gut, ich sehe hier einen Schlüssel, stecken wir den mal rein. Aha. Sir, if you'd please venture downstairs. There's a matter I must bring to your attention. And now might be a good time to check the piano's in tune. Ja, also das mit den Untertiteln. Also ich soll runterkommen und irgendwie das, wenn ich es richtig gelesen habe, das Klavier testen. Das ist ja cool, hä? Oh. Okay. Abgefahren. Echt abgefahren. Biometric signature required. Das ist ja so geil. Tracksuit version 7.43. Ready for deployment. Jungs und Mädels, die Auflösung ist der Hammer. Verdammter Scheiß, du. Okay, dann nehmen wir mal die. Ich sehe ja so geil aus. Oh. Calibration complete. Okay. Und jetzt hier drücken. Grapple gun ready for deployment. Newest upgrades include high tensile wire to aid the navigation of environments and retrieval of distant objects. Verdammter Scheiße. Please fire grapple gun at target. Also das letzte Mal, als ich so eine hohe Auflösung gesehen habe, das war, glaube ich, in The Lab von Valve selber. Das ist ja verdammter Scheiß, wie das reflektiert. Hey, als hätte ich hier echt ein Stück Metall in der Hand. Ich glaube, ich kriege das Smile gar nicht mehr von meinen Lippen runter. Forensic scanner ready for deployment. Software update allows for crime scene visualization and multi-layer analysis. Calibrating diagnostics. Please scan target. Okay, das scheint ein Scanner zu sein und damit kann ich was scannen. Calibrated. Okay. Batarangs. Ready for deployment. Aerodynamically designed for rapid flight and high impact. Calibrating targeting. Please use a batarang to hit the target. Batarangs equipped to utility belt. Hit three targets to continue calibration. Den ersten habe ich. Ach, die fliegen von alleine auf das Ziel. Ich muss einfach so ein bisschen in die Richtung treffen. Batsuit-Calibration complete.
Das ist sowas von geil. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Hammer. Da wird einem ganz anders hier, wenn es runtergeht. Heilige Scheiße. Hey, kommt, aber da haben die Entwickler alles gegeben, oder? Die Portierung läuft so flüssig. Ich habe eine 1080er jetzt, aber das haben sie richtig gut hingekriegt. Also Grafik wurde sehr, sehr gut integriert. Ein bisschen leiser machen, sonst bin ich etwas überfordert gerade. Forensik, Fallakten, Überwachung, Bettgarage. Was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Ein paar Schalter kippen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier gerade mache. Nee, du bleib mal hier an der Seite. Ja, kann ich da irgendwas drauf drücken? Ein paar Hebel ziehen. Okay. Das Bettsymbol habe ich schon mal hingekriegt. Ah, Sir, you're here. Ja, und wo bist du? Please let me know when I can brief you on the situation. Ja, dann brief mich mal. I'm afraid I have rather concerning news. Robin failed to report in last night, and now I'm unable to reach Nightwing as well. It could be coincidence, sir, but it's unlike them not to respond. Hopefully the Bat computer can help you pinpoint their location. Okay, Robin ist verschwunden. Und vielleicht kann der Bat-Computer mir helfen. Und für das, Moment mal, ich habe doch irgendwo den Haken. Das ist der hier, oder? Ich stelle mir jetzt schon, hier, wenn ich solche Sachen in der Höhle sehe, stelle ich mir jetzt schon Tomb Raider VR vor. Hey, hammergeil. Ich wiederhole mich, ja, aber es ist so, ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Und was will er jetzt von mir? Initializing POI database. Okay. Ja, gut, also, ich habe hier drei Charakter vor mir. Ich kenne mich mit Batman überhaupt nicht wirklich aus. Jim Grace, a.k.a. Robin. Ach, das ist Robin. Okay, schön. Peilsender. Activating Robin's location tracker. Searching. Location tracker not detected. Damn it. Nightwing's tracker could still be online. Ja, und was machen wir jetzt? Wer ist das Richard hier? Richard Grayson, a.k.a. Nightwing. Okay, sollen wir den mal suchen gehen? Activating Nightwing's location tracker. Searching. Nightwing location identified. Nightwing is in central Gotham, but why isn't he responding? I should head to his location. He could be in danger. Ja.
Ich weiß immer noch nicht so richtig, was er von mir will. Soll ich da jetzt einfach was drauflegen oder was? Nee, das ist es auch nicht. Ich drücke jetzt mal auf Active. Activating. Nightwing Location Tracker. Searching. Nightwing Location. Identify. Ach so, das hat er also schon. Ich sehe hier auf den Kassetten ja verschiedene Icons. Da habe ich einmal hier Batman, dann so ein Auge und einen kämpfenden Batman. Und ich nehme jetzt einfach mal das Auge und stecke das mal hier rein. Vielleicht bringt das irgendwas verkehrt rum. Was verändert sich denn da? Okay, also jetzt steht er gerade, ich stecke die Kassette rein, jetzt steht er anders. Batman, Gotham City Vigilante. Ja, das bin ich. Und ich kann mich wahrscheinlich nicht tracken. Ach kommt. Bin ich jetzt so blöd? Richard Grayson, aka Richard Dick Gray. Tja, das kann man da drauflegen, bringt auch nichts. Gut, dann gehen wir zur Bathöhle. Da hinten leuchtet nämlich was, sehe ich gerade. Wahrscheinlich hätte ich das schon die ganze Zeit machen sollen. Sir, I've readied the Batwing and the Batmobile for deployment. If Master Grayson's in trouble, every second may come. Ja, du hast das Batmobil fertig gemacht. Dann nehme ich mal an, das ist in der Bat-Garage. Welcome. Please select vehicle. Wähle ein Fahrzeug. Vehicle selected. Ich habe jetzt einfach mal irgendwo drauf gedrückt. Du Kacke! Und was haben wir hier? Vehicle selected. Ach, das war der Flieger. Und ich nehme an, jetzt kommt das Batmobil. Oh, geil. Jawohl, das nehmen wir. Was kann ich denn da noch machen? Ach, das kann man ein bisschen begutachten. Will ich haben. Setting navigation coordinates. Nightwing's current. Godspeed, Master Bruce. Schade, man hat mich nicht fahren lassen. Ich stehe inzwischen auf einem Balkon in einem ziemlich abgefuckten Viertel, will ich jetzt mal sagen. Spieler innerhalb eines Objektes entdeckt. Ja, und jetzt? Lass mich doch. Ach, dann blendet er aus. Schön. Okay. Ein Apfel. Kann ich sogar nehmen. Aber nicht essen. Man isst ja auch nicht alles, was auf der Straße rumliegt. Ich habe bloß eine Möglichkeit, so wie es jetzt aussieht. Ich kann mich hier unten auf den nächsten Balkon schwingen. Beamen oder wie man das auch immer nennen möchte. Jetzt entweder nach unten oder wenn er nach oben. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Beaten to death. Why wasn't I here? Why didn't I stop it? Data recorder detected. I need to find out who did this. Analyzing Nightwing with the forensic scanner will help me identify the killer. So.
Also, was möchtest du? Das ist es nicht, ja? Kann ich rübergehen? Ach, den Scanner will er. Multiple trauma. Cause of death, cervical fracture. They broke your neck. You must have been in agony when you died. Downloading suit data recorder. Generating reconstruction. You were the best fighter I ever trained. How did they beat you? If I can identify the precise moments when your three main injuries occurred, it might help me establish your killer's identity. I can use the forensic scanner to analyze the reconstruction. Okay, also er will wieder irgendwas von mir. Ich muss den Fall rekonstruieren, wie das Ganze passiert ist. Zu scannende Verletzungen, also den gebrochenen Kiefer. Nothing here. I need to study the points when you were injured. Ich muss untersuchen, wann er verletzt wurde, wirklich? Habe ich es richtig gelesen? No injury found. Ja gut, ich gehe jetzt mal darüber. Und jetzt? Es verwirrt mich gerade etwas. Also das Gameplay verwirrt mich etwas. No injury detected. Nothing. I need to identify when your injuries were sustained. Okay, jetzt sehe ich den Film, was passiert ist. Ach, so einfach ging das. That's not it. I need to examine the moments when your injuries occurred. Dann gehen wir mal rüber. Nix. Ach, jetzt hier kann ich drehen. Ich kann zurückspulen. Gut, hier. No injury. Hier ist er nicht verletzt worden. Dann spule ich mal wieder vor. Ah, das sieht noch nicht schlimm aus. Das auch noch nicht. Nö, sieht noch gesund aus. Das. Das war schon die erste Verletzung. They knew exactly how you'd fight. How are your other two injuries sustained? There must be a clue in the reconstruction. Also den Armbruch, den habe ich gefunden. Was ist da denn jetzt? Ach da, Moment, nochmal zurück. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ach, er wollte sich hochschwingen. Und jetzt fliegt er, bam, und scannt. Killer anticipated your move and cut off your escape. Jetzt sind die Rippen gebrochen. I know you, Dick. You'd never back down from a fight. Did jetzt you know den Tracker wieder nach vorne, nach your zur Seite drehen. Broken by this point. Jetzt muss ich noch den Kiefer finden. Ach nö, wirklich? Ach nee, war nicht der Kiefer, war Genickbruch. The fatal blow. I should finish scanning your other injuries for clues. Dann mal komm jetzt hier, das war Genickbruch, oder? I need to study the points when you were injured. Das ist nicht das Genick, ich muss wirklich den Kiefer noch finden. Willst du mich jetzt verarschen? The fatal blow. Da ist er nicht. I should finish scanning your other injuries for clues. Muss ich alles wieder rückwärts laufen lassen? Ernsthaft? Also der Kiefer, der muss ganz am Anfang gebrochen worden sein.
ich find's nicht. Reached beginning of reconstruction. Das ist schon der Kiefer, oder? Gebrochener Kiefer, steht der da? Nothing. I need to identify when your injuries were sustained. Also noch keine Berührung. Das war der Kiefer. Ich hab's alle. Hesitate. It goes against everything I taught you. I'm starting to build a profile of your killer. Studying the fatal blow could provide another clue to their identity. Okay, er will jetzt aufgrund der Verletzung ein Profil des Killers erstellen. Klar. Muss ich noch eben den Genickbruch muss ich noch scannen. Der war ganz zum Schluss. You were badly injured, no longer a threat. Your killer showed no mercy. Why did the killer flee the scene? What did they see? I'm increasing the radius of the reconstruction. A witness. But who was it? I need to search the reconstruction. See if they left prints behind. Okay. Was ich rausgefunden habe, ist, wenn man den Kopf nach oben hält, dann kann man die Schrift besser lesen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder ob das jetzt an meinen Augen liegt. Aber das ist für mich die beste Möglichkeit. Jetzt soll ich Fingerabdrücke scannen. Hat er was angefasst? Moment mal, erstmal von hier aus gucken. I need to find a moment where the witness touched. Reached end of reconstruction. Ach, hä? Moment mal. Das ist mein Gegner da. The witness didn't leave any prints here. Jetzt bin ich verwirrt. Von wem soll ich denn jetzt die Fingerabdrücke suchen? Ich nehme an, hier von der neuen Person, die dazugekommen ist. Aber der packt ja nichts an, oder? Ich kann schweben. Also, gehen wir mal ein bisschen in die Hocke. Ach, wenn man in die Hocke geht, hat man seinen Gürtel im Gesicht hängen. Okay, also egal. Reached end of reconstruction. Der hat ja nichts angepackt hier. Der kann es doch nicht gewesen sein. Ach, da kann ich noch weiter zurückspulen. Ah! Da oben packt er die Wand an. The witness was Jackie Flynn, low-level criminal and known associate of the Penguin. I need to pay Penguin a visit. Ending reconstruction. I'm sorry, Dick. I should have been here. If Cobblepot had anything to do with your murder, I'll make him regret it. Sir, are you all right? Perhaps you should take a moment. No time. I'll grieve when I know Robin's safe. Bring that Muppet out here. Let go of me. Boss, please. Right, Shanks. I'm glad we had this chat. Please don't hurt me. I know you're scared, but hey. At least you're not blown up. Not like three of my best guys. Not like my bloody club! I'm sorry, boss. You were on security, Shanks. Do I have to explain to you what that means? It means... That won't work. I need to distract them all at once. You're supposed to check every bag for bloody... Mit dem Feuerlöscher auf dem Kopf. Ach,
das ist aber ganz schön tief hier. You should be grateful. No! Look at the view! Breathtaking, isn't it? I like to come up here when I'm feeling contemplative. And I think you that should work. Contemplate a I little need to distract while them all at once. Bloody bolt up! Ja, was möchtest du von mir? Spiel? That won't work. I need to distract them all at once. Also ich nehme mal schwer an, dass ich was tun soll. Time's up. I've had a think. Ach, vielleicht kann ich ihn im Fall greifen. That won't work. I need to distract them all at once. Ich muss alle gleichzeitig ablenken. Aber womit soll ich sie bitte schön ablenken? Ach so, ich habe ja hier noch. Das wollte ich jetzt zwar gar nicht. Ah! Ach du Scheiße. Ich brauche ein bisschen Abstand, Junge. So nah habe ich dich jetzt gar nicht erwartet. Before you start with the bleeding scare tactics, I know why you're here. Your little buddy. Sidekicked the bucket, didn't he? Well, I bloody didn't do it. Look, this is all I know. I swear. Last night, one of my boys comes back to the club. Bloody terrified he is. Guckt euch das he an, says he saw your boy done in. Said you'd be after him. Last thing he says, before some wanker blows him up, and after bloody iceberg now. Also komm hier, das reicht mir. You want your witness? He said no more. Come on. Bad freak. Stay right there. Move an inch and you're dead. The Batwing is inbound, sir. Please identify the targets to be neutralized. If I take out a gadget, Hangman's men will fire. Hey, Leute. Hallo? Hey, aber hey! Bisschen easy, ich kann ja noch nicht mal irgendwo hin ausweichen, ich kann ja nichts machen. Kann ich mal meine Waffe greifen? Nix. Aufgeklärt. Nix kann ich machen. Ja, tötet mich nochmal. Das macht's nicht besser gerade. Ich kann nichts machen. Was geht denn? Er will irgendwas scannen. Was? Boah, der Untertitel macht mich fertig. Nochmal. So, jetzt probiere ich mal wirklich den Untertitel zu lesen. Also ich drehe mich mal um. Stay right there. Move an inch and you're dead. The Batwing is inbound, sir. Please identify the targets to be neutralized. Ach so, ich muss ihn einfach angucken. Sind mehr als zwei? Ja, drei. Very good, sir. Push him out, Batman. Scared? It'll be over soon. Ja, das ist nett. Responding, sir. If his disappearance is related to Master Grayson's murder, there must be a clue in that morgue.
Okay, also ich guck mal ganz schnell auf die Uhr, wie lange ich schon spiele. 36 Minuten. Ich glaube, wir machen noch 5 Minuten und dann ist für heute erstmal fertig. Das Gameplay ist zu erlernen. Also wenn man wirklich auch liest, was im Untertitel steht, oder wenn man wenigstens das Englisch versteht, dann geht es eigentlich. Es sind eine Reihe von Aufgaben immer notwendig, um vorwärts zu kommen. Das gehört ja einfach so zum Gameplay. Das ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt schlecht. Das ist gut, vor allem weil auch alles sehr schön umgesetzt ist und das auch schön richtig gut rüberkommt hier. The victims of the iceberg lounge bombing. The coroner identified a piece of shrapnel in one of the bodies. Looks like a fragment of the bomb's detonator. I need to analyze the bodies with the forensic scanner. Ah. Find enough fragments and I can determine the origin of the device. Ich dachte jetzt schon, ich muss den aufschneiden, aber das reicht, wenn ich den scanne. Ich hätte nicht aufschneiden können. Ah, guck mal, da kann man reingucken. Verdammte Scheiße. Ah, nee, ich glaube, der will, dass ich das aufschneide. Das sieht aus wie ein Beckenknochen. Da ist er. Jetzt kann ich. Okay, ich muss nicht viel mehr machen. A piece of the detonator lodged in the adductor muscle of the victim's thigh. There could be shrapnel anywhere in the bodies. I can analyze both the bone and muscle layers by switching modes on the forensic scanner. Was ist jetzt los? Also das mit dem Doppelklick habe ich jetzt noch verstanden, aber was will er? Das ist ja cool, hey. Kann ich da überall durchgucken? Achso, ich habe ja nichts. Ach, da ist noch ein Teil. A detonator fragment lodged in the victim's skull. There could be more of the detonator shrapnel in the remaining two victims. Okay, also ich habe hier zwei Bombensplitter gefunden und ich kann mich jetzt zu den weiteren Opfern begeben, um nach weiteren Splittern zu suchen. Das sieht so geil aus, hey. Was ist denn hier drin? Gibt's hier was? Kassetten drin. Ih, da liegt eine Leber rum oder ein Lungenflügel oder. Bah! Nee, lass mal. Okay. Also, was kann ich denn hier alles machen? Das ist der Verbrennungsofen. Da vorne, das sieht noch nach einer Leiche aus. Gucken wir mal, was da auf dem Blatt steht. Jackie Flynn, the witness. Target of the assassination. Okay, also dann scannen wir den guten Kerl auch mal. Das heißt mal normal. Boah, wenn der seine Hände gleich da rausstreckt und nach mir packt, du, dann kriege ich hier den Horror. Das ist gar nichts für mich. Hat er ein Bein verloren? Irgendwie schon, hä? Da hängt. Das ist noch ein Fuß. Ich höre Schritte hier, da kommt man auf den Psycho. Da ist was. A fragment of the detonator cut through the victim's soleus. So, und jetzt kann ich nochmal nach anderen Teilen suchen. Ist aber nichts, ne? Boah, echt, ey. Im Arm vielleicht? Nee. Okay, also ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Vielleicht hat er mit dem Scanner noch was. Nee. Also.
machen wir denn hier Schönes? Tony Flynn, the witness's brother. Not the target, just collateral damage. Okay, der ist abgeschlossen. Der würde jetzt hier wahrscheinlich drin liegen. Und hier ist der Hinweis zum Schlüssel. Also man soll hier der Putzfrau nicht trauen oder dem Putzmann. Sie haben den Schlüssel in den Safe gelegt. Das ist erstmal die Frage. Still can't find my watch, Jeff. Und seine Uhr findet er auch nicht mehr. Okay, das ist der... Da liegt ein Auge, hey. Oh. Guck mal. Ach, den kann man vielleicht wieder komplettieren. Das wäre doch mal was Nettes. Bisschen Schädeldecke hier. So. Ich hatte ja da hinten noch einen zweiten Lungenflügel rumliegen. Lass mal das hier hinlegen. Hilft mir jetzt irgendwie auch nicht weiter, auf den ersten Blick. Hier kann ich nichts nehmen. Also, dann nehmen wir jetzt da hinten mal das hier. Vielleicht bringt mich ja das weiter. Setzen das mal hier ein. Wo ist jetzt das zweite Teil hin? Ich hatte doch gerade zwei. Hä? Das liegt wieder da hinten? Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Jetzt ist es wieder drin. Da liegt noch was. Eine Ratte. Ein Safe mit einem dreistelligen Code. 1, 2, 3. Nee, das ist falsch. Ja, liebe Freunde, hier krieg ich irgendwie gerade nicht mehr den richtigen Weg. Eine Brechstange drin. Gib mir die. Ich bin Gordon Freeman. Gib mir die Brechstange. Alles ein bisschen ausprobieren hier. Ich bin ja neu hier. Da darf man noch alles anfassen. Darf man? Also der Jeff traut ja der Putzfrau oder dem Putzmann nicht, weil seine Uhr weg ist. Wer weiß, wo er die hingelegt hat. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Okay, da ich jetzt eh ein bisschen auf dem Schlauch stehe und ich sagen würde, die Aufnahme ist jetzt fürs Erste erstmal lang genug. Hören wir für heute auf. Wo seid ihr? Da seid ihr. Also, ich laufe hier durch den Tisch durch. Ein Toter. Wir sehen uns ohne Brille wieder. Also, Batman Arkham ist optisch ein absoluter Hingucker. Läuft bei mir super flüssig. Ich hoffe für euch auch, dass es bei euch genauso flüssig läuft wie bei mir. Das ist absolut eindrucksvoll, was von der Grafik her möglich ist. Genial.
Die Spiele bestehen aus Rätselspielen momentan und Spielen, in denen man im richtigen Zeitpunkt eine Interaktion tätigen muss. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, wenn man auf solche Spiele steht. Ist das auf jeden Fall ein Titel für euch? Das ist rein nur schon Titel, wenn ihr mal richtig was Geiles, Optisches wieder sehen wollt. Dann, das gibt nicht allzu viel von diesen richtig schönen optischen Spielen, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Ladet es euch runter, spielt's. Ich denke, das gehört in eure Steam-Bibliothek, wenn ihr zu solchen Gameplays, also zu solchen, wie sagt man, Knobelvergnügen oder wie auch immer, wenn ihr darauf steht. Also, ich würde sagen, das mache ich nochmal weiter in einem zweiten Teil und bis dahin spielt gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!